Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Ingo in Thüringen. Wir beginnen mit der Serie, mit der Folge heute mit Kalken. Und Flügen beenden, hoffe ich jedenfalls. Das sieht ganz gut aus. Gehen wir mal auf einen Kalkflüger hier. Zug. Hier ist was kaputt. Das heißt, mal ganz kurz nachschauen. Normalerweise fährt er schneller. Unser Flugersatz, das Heile. So, der Wald muss jetzt ja weg. Borkenkäferbefall. Da sind wir rabiat. Gut. Also hier wird Kalk drauf gehen. Boah. Aber der Betonfahrer fährt schon unten. Nächsten Baustelle. Kann auch rein. Ein bisschen reingegangen, ne? Den nächsten reinrollen lassen. Da keiner mehr ein. An. Mach ich ein Häufchen, ne? Gut. Den mal nicht im Weg stehen lassen. Jetzt geben wir auch unseren Holzfäller. Waren wir gerade gewesen. Was sagst du denn? So. Und ich bin was. Kontrollieren die Länge der Bäume, 8 Meter. Da unten ist das nämlich ganz blöd, weil kann auch mal ein Meter sein. Ein Meter, dann lädt sich vielleicht auf. Und was noch dazu kommt, schlecht bezahlt.
Schlüssel, drei Stücken. Fällt wieder, fällt der Keller jetzt rum. Da sehen wir auch so schlecht. Das ist ein großer Baum. Wir tauschen mal hoch und runter. Aber das macht nichts. Vielleicht kommt auch noch ein Jahreszeitenbot im LS19 sowie ein 17er. Das wäre nicht schlecht. Ah, oh, kalt macht voll. Dann gäbe es auch Winter und Schnee. Und da wäre genau festgelegt, wann welche Arbeiten gemacht werden. Aussaat, Düngen, Unkrautbekämpfung. Ernten und im Winter mit Holz gemacht. Kann man schön im Herbst aussehen. Voller Kalk 2131. Macht nichts, da toben alles wieder. In der neuen Version soll es 1000 Feuer mehr geben. Charlie ist fertig. Das ist typisch. Unser Zug. Nicht wundern. Attrappe. Beziehungsweise Deko. Mal ganz kurz Gas geben. So sieht die Karte von unten aus. Zug hört man keine Geräusche, ist tonlos, kann man sagen. Nicht wundern. So kann man von der Karte mal einen anderen Blick kriegen. Das Prinzip im äußeren Bereich eine Art Foto ist. Jetzt geht der Zug in die Originalkarte, kriegt auch Ton. Aber der Zug ist reine Deko, hat keine Funktion. Mal hier auf 3 einstellen, auf Diplomat. So, jetzt würde er praktisch immer fahren. Durch die Wälder und Wiesen und Felder. Aber gut, das ist ja nicht unsere Absicht. So, schauen wir mal. Gepflügt scheint alles zu sein. Hier muss man den Traktor hier wegfahren, damit der Kalkstreuer hier nicht plötzlich meckert oder kann nicht arbeiten.
Das wollen wir ja nicht, ne? Oh, Kaffee, Kaffee. Prost. Mal überlegen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ist nicht ganz so einfach, aber wenn man sich bald wiederholt, dieselbe Reihenfolge ungefähr. Ach, da fährt er ja, der Kalke. Nur antworten kann er nicht, das ist blöd zu. Ich stelle mal auch hin zum Waschen. Freiwillige vor. Fein, ne? Aber Karl geht hier viel rein drauf. Passt. Machen wir Holz weiter. Ah, der Pinot ist besser. Ich wollte ihn auch mal testen. Aber die Funktion ist gleich, kann man sagen. Zurückfahren. Lässig. An ist er. Vollgemäht hat man gut. So hoch wollen wir nicht ansägen. Ne? Oder nicht? Gutes Holz. Alle richtige Richtung.
Mehr will er nicht. Will er nicht. Einmal noch. Was wir noch machen müssen, ist die Unkrautbekämpfung noch vorbereiten. Das machen wir gleich. Das alte Spiel, wie auf Feld 12. Die Kalten. Das ist ein kurzer, dicker Baum. Okay, springen wir mal über zum Düngen. Brauchen wir einen Traktor. Das ist jetzt der Den fahren wir auch zum Waschen. Wir müssten ja einen Traktor haben mit Pflegebereifung. Irgendwo. Und haben wir auch. Das haben wir auch. So, schauen wo. Der ist nicht. Der auch nicht. Auch nicht. Der ist es. Deswegen Pflegebereifung. Weil, wenn die Frucht erstmal Stufe 2 ist, dann kann ich selber nicht mehr rauffahren. Obwohl die Frucht normalerweise immer ein bisschen zerstört wird. Normalerweise, ich muss mal schauen, was ich dafür Kurse habe. Das ist Feld 60, außer Düngen. Flügen, Mähen, Wiese, 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 Verkauf, Soja und Kapakettung Feld 60. Ist beides vorhanden? Aber das ist hier vorne etwas zugestellt, das ist riskant. Ich glaube, der macht die Kurve diese hier. Dazu werden wir mal aussteigen. Und dann kaufen wir uns gleich mal ein Kärcher. Nur diesen Chaos hier aufräumen kann. So. Na, hier nicht. Da auch nicht. Da. Diverses. Ich hab doch eine Waschhalle. Treibhauszaun.
Waschhalle. Müssen wir schon mit Dings reinkommen, ne? Ich meine, mit Anhänger und so. Eben Kirche. Nehmen wir auch zwei. Bei der Größe der Fahrzeuge. Aber das ist komisch. Der hat Wasseranschluss, ne? Wenn du Kühe versorgen willst, da brauchst du einen Wasserwagen. So, und einen schönen Fendt gewaschen. Reifen noch. Arbeit ist fertig, können wir aufräumen, ne? Holz können wir noch machen. So, C. Dann fahren wir da in die Garage rein. Gerade Platz hier. Ups. Wir den nächsten gleich sauber machen. Den Mähdrescher mit Schneidwerk und Wagen. Geht so weit. So, liebe Verlascher, das soll es auch für heute gewesen sein. Schon mal leicht Zeit überzogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich sage mal Danke. Abo mich auch danken dann. Ansonsten hört und sieht sich. So wäre es ganz gut und schön. Zur nächsten Folge. Dann sage ich mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao.